Ja, moin Leute, es war schon wieder Samstag und die Woche ist schon wieder rum und ja, ich grüße euch. Ihr schaut Feuerwehr und ich bin's, euer Toxic. Ja, schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Ich lasse die letzte Woche so ein bisschen Revue passieren, was Quest, Rift und PlayStation angeht und ich fange traditionell wie immer mit der Quest an. Ja, wir hatten 1, 2, 3, 4 Neuerscheinungen auf der Quest letzte Woche und ein Highlight war natürlich dabei, da fange ich auch direkt mit an. Nämlich Star Trek Bridge Crew. Ja, das Ding ist einfach so aufgeschlagen, ohne Vorankündigung. Ich glaube, das war sogar ein Montag, ne? Eigentlich kommen die immer Dienstags und Donnerstags, die Spiele. Also einfach so zack, war es da, 30 Euro. Und ja, ich habe natürlich auch sofort zugeschlagen. Und ich kannte das Ding eigentlich nur vom Hörensagen, damals von der PlayStation. Ich habe es nie gespielt, weil es ja so ein Koop-Spiel ist und ich da so mehr immer einzelspielertechnisch unterwegs war. Und ich bin begeistert, ehrlich, ja. Es gab wohl am Anfang so ein bisschen Probleme mit dem Ubisoft-Konto, weil ihr braucht ein Ubisoft-Konto, ihr müsst das damit verknüpfen, sonst könnt ihr das nicht spielen. Und viele haben da rumgehampelt und rumgebastelt, es hat nicht funktioniert. Und ja, der Trick war einfach nachher dann die Quest einmal neu starten, obwohl das gar nicht abgeschlossen war und zack, hat es funktioniert. Ja, wie gesagt, ich habe zwei Videos mittlerweile online, da werden noch einige folgen und ich spiele es derzeit alleine. Selbst alleine macht es irgendwie Bock, muss ich sagen. Komme ich mir schon vor wie der Captain. Ja, die Brücke sieht geil aus und Atmosphäre ist einfach tricky geil und ja, ein richtiges Highlight. Und aber es werden Multiplayer-Videos folgen, ganz klar. Da bin ich schon echt drauf gespannt, das Ding mal im Multi zu zocken. Und ja, ihr dürft wie gesagt gespannt sein. Holt euch das Ding, auch wenn das jetzt negative Kommentare bekommt, man wegen diesem Ubisoft-Login, der war wirklich da, total daneben. Das darf nicht passieren bei so einem Titel. Und es sind nicht alle so Cracks wie wir, die dann lange rumbasteln oder im Internet suchen, wie funktioniert es. Die geben 30 Euro aus, es funktioniert nicht, die sind sauer, kann ich auch verstehen, gar keine Frage. Und aber wie gesagt, wenn jetzt einer das Video guckt, der es zurückgegeben hat, dann gibt dem Ding echt nochmal eine Chance, ihr verpasst da was. Ja, auch wenn der Start jetzt nicht so der Kracher war. Ne? Gut, dann haben wir das. Dann haben wir Ready LG Pro Toys, ist erschienen am Dienstag. Ich hatte ein Video online, ich hatte auch einen Key bekommen und das ist sowas wie Wipeout. Das ist so ein futuristischer Racer in Comic-Grafik, so Shader-Optik ist das, glaube ich. So, das sieht aus wie Borderlands und ich finde es geil. Also mir macht das Bock, aber das ist, wie gesagt, ich stehe auch auf solche Rennspiele. Ich bin ja so ein Wipeout-Freak. Und wenn man sowas mag, ist es richtig gut. Also für die Quest sowieso, hat ja nicht so die Hardware, nicht so die Power für Rennspiele. Und das läuft flüssig, das läuft smooth, das macht richtig Bock. Nur es ist verdammt schwer, muss ich sagen. Ja, also ich habe da, glaube ich, glaube ich sogar einmal den zweitletzten Platz geschafft. Ich weiß es nicht mehr in meinen Videos. Also es ist wirklich hammerschwer. Also man muss damit nicht jedes Turbofeld mitnehmen, damit man immer auf Vollspeed ist, sonst hat man da echt keine Chance, ne? Und ein, zwei Fehler und schon ist das ganze Feld an einem vorbei. Also da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen dran schrauben, dass da vielleicht andere Schwierigkeitsgrade gibt, dass man auch mal so ein bisschen auf leicht oder normal. Also es ist schon echt hart, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Multiplayer fehlt noch, der kommt aber nach mit diesem Omega-Update, ne? Und da bin ich echt drauf gespannt. Also Multiplayer rockt das Ding bestimmt richtig. Ich weiß nicht, wann das Omega-Update kommen soll, aber es ist in der Mache, der Entwickler hat mir geschrieben und da bin ich wirklich gespannt. Ja, das Ding kostet 24,99. Das ist noch okay vom Preis, muss ich sagen, wenn man auf solche Racer steht. Und schaut es euch an. Wie gesagt, Video ist auch auf meinem Kanal. Ich kann es eigentlich für Racing-Fans echt empfehlen. Dann haben wir Titans of Space Plus. Ja, das ist mein absolutes Solar System Lieblings-App und ich bin froh, dass ich es dir nicht zeigen durfte. Ich kenne das Ding damals noch von der Gear VR und ich hatte ja gehofft, dass Oculus die kompatibel macht als Oculus Go und jetzt gibt es das Ding nativ für die Quest. Ja, das Ding läuft smooth, da ruckelt nichts, da zuckelt nichts. Deutsche Texte, leider englische Sprachausgabe. Aber ich kriege immer wieder eine Gänsehaut bei dieser Musik, wenn man über diesen Planeten fährt, wenn der so groß wird, ne? Zum Schluss dann das Finale. Ich finde das einfach nur Hammer. Das Ding kostet einen Zehner. Schaut es euch an. Also, das ist für mich eine absolute Kaufempfehlung. 100%. Also, wie gesagt, ist meine absolute Lieblings-App. Und die große Tour geht um die halbe Stunde und die kleine so um die 20 Minuten. Ne? Aber das ist echt ein Erlebnis, Leute, ganz ehrlich. Und ich habe das Bild, glaube ich, jetzt schon vier, fünf Mal angeschaut und jedes Mal aufs Neue bin ich begeistert. Ja, ganz ehrlich. Gut, und dann haben wir noch Trip. Ja, ich wollte für Trip ein Video machen. Leider sagt die Quest, ich darf das nur in meinem Headset sehen, ich darf das nicht aufnehmen.
Ich könnte es natürlich jetzt spiegeln auf dem Handy und dann aufnehmen. Ich hatte es überlegt, aber ich habe zurzeit so viel zu tun. Und darum habe ich mir das dann geknickt, ja, weil es ist kostenlos, ihr könnt euch das selber angucken. Das ist so ein Relax-Ding. Ich habe kurz reingeschaut, das ist optisch okay, da sind so Lichtspiele und so und irgendwie so ein Papagei flucht da vor meiner Nase rum. Man soll dann ausatmen, einatmen und so weiter. Und das ist eine Demo in dem Sinne kostenlos, weil ihr könnt dann so eine Daily-Geschichte machen, dann habt ihr jeden Tag was Neues, aber dann müsst ihr für bezahlen. Ich weiß nicht wie viel, ich habe es nicht ausprobiert. Aber das kostet dann Geld, ja. Also wenn ihr dann jeden Tag was Neues sehen wollt, müsst ihr so ein Monatsabo, Wochenabo, fragt mich nicht, ich habe es mir nicht genau angeguckt, möchte auch nichts Falsches erzählen, aber das müsstet ihr dann abschließen und dann habt ihr auch neue Inhalte. Ja. Also es ist in dem Sinne nur, ich sage mal, halb kostenlos, ihr dürft kurz reinschauen. Gut, das war jetzt kurz knapp die Quest-Neuerscheinung. Ja. Ich bin ein bisschen kürzer geworden, weil letztes Mal war ich 45 Minuten unterwegs in meinem Newsflash und ich dachte mal, wenn ich heute wieder so lange quackeln will, ich habe nämlich noch ein bisschen was auf dem Zettel, dann knacke ich heute die Stunde und ich weiß nicht, ob ihr euch eine Stunde geben wollt. Ne. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Wenn ihr sagt, das ist zu viel, was du hier machst, macht das mal wieder ein bisschen kürzer. Du hast das ja mal als Newsflash gestartet, also Flash gleich schnell und das wird eben mal länger. Dann schreibt es mir, ja, gar kein Problem. Gut. Dann offizielle Quest-Ankündigungen gab es dann diesmal keine. Ja, also da gehen wir diesmal leer aus. Das Ding ist nur kleiner geworden. Ja, es steht nach wie vor Audica drin. Ich warte darauf. Das Football-Ding steht drin. Echo VR steht drin. Aber das sind alles alte Bekannte. Und da ist dann nichts Neues. Ja, Rift-Neuerscheinung. Heute Morgen waren auf einmal ganz viele da. Gestern noch nicht. Gehe ich dann aber nächste Woche drauf ein, weil ich werde dann wieder nach Keys anfragen. Auf jeden Fall eine Neuerscheinung ist da, die nennenswert ist. Das ist The Under Presents. Das ist Cross-Buy. Das heißt, ich kann es jetzt umsonst runterladen. Ich habe es ja schon für die Quest. Und das gibt es jetzt auch für die Rift. Ja, könnt ihr dann via Link spielen. Wie groß die Unterschiede da sind zwischen Quest und Rift, weiß ich nicht, weil das war ja eh schon so eine abgespeckte Grafik. Und ich glaube, auf der Rift ist das dieselbe. Ich weiß es nicht. Ob ich mir das als Cross einmal angucke mit Link, weiß ich noch nicht. Ich muss mal schauen. Wenn es gewünscht ist, wie gesagt, immer in die Kommentare schreiben. Gucke ich mir sowas natürlich gerne mal für euch an. Kostet natürlich auch 19,99 € und kann jetzt geladen bzw. gekauft werden. Ist Cross-Buy, wie gesagt. Gut, dann haben wir die PlayStation-Neuerscheinungen und davon habe ich sogar nichts gespielt mal wieder. Das kommt dann alles nächste Woche in der Nachbesprechung, weil ich habe ein paar Keys davon. Ich rappel die Dinger jetzt wieder runter und ich weise euch direkt darauf hin, wo ich Keys von habe. Dann könnt ihr euch das die Tage bei mir anschauen, ja, weil ich habe noch nicht alles geschafft. Ich weiß echt nicht, was ich zuerst machen soll. Zurzeit läuft es aber mal wieder richtig gut mit Keys und es kommen auch viele Titel raus und mein Tag hat 24 Stunden, wie gesagt, ich muss noch arbeiten zwischendurch. Ja, egal, fangen wir an mit Contagion oder wie immer es heißt, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid, Leute, VR Outbreak, dieses Zombie-Ding für 38,99 €, wenn der Preis stimmen sollte, weil bei PlayStation die Preise stimmen ja nicht immer. Ich habe heute Morgen einen Key dafür bekommen. Ich hatte schon damals angefragt, ich habe heute Morgen einen im Postfach gehabt, das heißt, ich gucke da rein. Das ist ja so ein Zombie-Apokalypsen-Ausbruch-Spiel, ein bisschen schießen, weiß ich nicht, ein paar Rätselchen vielleicht dabei in der First Person. Gucke ich mir an, dieses Wochenende vielleicht, und dann könnt ihr das bei mir sehen. Und nächste Woche Samstag in der Nachbesprechung reden wir nochmal drüber. Dann haben wir Mini Motor Racing X für 24,99 €, hatte ich damals in der News angesprochen, sollte erscheinen, ist jetzt erschienen, ist VR-kompatibel. Das heißt, ihr könnt es auch flat spielen, ist so ein kleines Autorennspiel und ich habe es leider nicht. Ja? Also auf meine Meinung müsst ihr da verzichten. Also was ich gesehen habe, sah das ganz cool aus, ist mit Move Support und andere YouTuber fanden es auch ganz witzig, also scheint keine Gurke zu sein, könnt ihr gerne ein Auge drauf werfen. Also Mini Motor Racing X jetzt für die PlayStation für 24,99 € VR-kompatibel. Ja, dann ist erschienen Dinosaur Island VR für 15,99 €. Das habe ich damals mal in den News erwähnt. Das sollte eigentlich schon längst erschienen sein. Also die Herstellerseite sieht ziemlich crap aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziemlich billig. Und das Spiel selber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, was ich gesehen habe. Ist irgendwas mit 3 Spieler steht da, ne, im Koop oder so. Aber ich glaube, das ist nur so ein Szenenshooter. Ja, also steht in der Szene, kommt Dinosaurier, könnt ihr abschießen. Ich glaube, nichts Wildes. Auch da müsst ihr leider auf meine Meinung verzichten. Ich habe noch niemals ein Video bei YouTube mittlerweile gesehen von irgendjemand anders. Das ist auch so ein Titel, der erscheint und ich glaube, der interessiert auch nicht so wirklich, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe natürlich nach dem Key angefragt, vielleicht kommt da noch was. Ansonsten ist erschienen, guckt euch das an und dann werden wir wahrscheinlich nie wieder drüber sprechen. Dann haben wir Artpulse. Das ist von Mikiwi, die haben Käftiger gemacht. Ich habe nach dem Key angefragt, ich habe ja noch Kontaktdaten von Mikiwi. Bis jetzt habe ich leider noch nichts gehört. Das ist wieder so ein Kreativprogramm, so mit Zeichnen, glaube ich. Ne? Kann man mit den Move-Controllern da so
Ja, wie soll ich sagen? Ja, jetzt fehlen mir gerade die Worte. Ja, mit dem Move-Controller, wie gesagt, so farbliche Bänder malen, genauso mit Musikhintermalung und so. Wie gesagt, ich habe nach einem Key gefragt, ist auch nicht ganz so meins, ne, diese Kreativdinger, vielleicht kommt da noch was, kostet 12,99 €. Schaut es euch gerne an. Also meins ist es jetzt nicht so. Dann haben wir Fuji oder wie es immer heißt, für 21,99 €. Das Ding gibt es auch auf der Quest für, ich meine, 14,99 €. Das habe ich noch nicht auf meinem Kanal. Ja, ich habe da mittlerweile zweimal nach Keys damals angefragt, ich habe nie was gehört. Und für die PlayStation hatte ich gestern einen Key im Postfach. Ja, das heißt, ich gucke da jetzt rein für die PlayStation und irgendwann auch nochmal für die Quest, wenn es im Sale ist, weil das kostet, wie gesagt, 15 €. Jetzt kann ich endlich mal reinschauen. Das ist auch irgendwie so ein bisschen surreal, meine ich, ne? So mit so kleinen Tierchen und Lichter und so. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich schaue rein und nächste Woche Samstag sprechen wir nochmal drüber. Sondern ist Homestar VR Special Edition Home Planetarium für sage und schreibe 35 € erschienen. Das ist so ein chinesisches, japanisches Ding. Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, den Entwickler anzuschreiben. Ich bin da nicht durchgestiegen durch die japanische Webseite. Und das gibt es auch als normale Edition schon länger für PlayStation VR, habe ich gesehen. Und ich weiß nicht, ob es taucht. Also auch da wieder bitte müsst ihr auf meine Meinung verzichten. Nur als Info, dass es erschienen ist, diesmal als Special Edition. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat. 35 € finde ich ist schon eine Nummer. Und ich habe da auch so noch nie was von gehört, dass es irgendwie absolut der Kracher sein soll. Also nur als Info wieder von mir. Für 35 € jetzt im PlayStation Store. Ja, dann haben wir, weiß ich auch wieder nicht, wie man es ausspricht, die Archer's Tale und davor das heißt Sacralit oder irgendwie so. Dafür habe ich einen Key bekommen. Vielen Dank dafür. Kostet 20 €. Gucke ich dieses Wochenende rein. Bin ich total drauf gespannt. Ich habe es leider noch nicht geschafft reinzuschauen. Ich mache es jetzt und dann sprechen wir auch da nächste Woche Samstag drüber. Ja? Also wie gesagt, für 20 € jetzt im PlayStation Store. Das Ding kommt von den großen Brillen. Bin ich echt super drauf gespannt. Der Kollege Patrick von Medienpassion hat da schon reingeschaut. Der sagt, das ist okay. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf und seid dabei. Also ich hoffe, dieses Wochenende schaffe ich es, ja. Gut, und dann haben wir noch eine Ankündigung für PlayStation VR, nämlich dieses Walking Dead Spiel, The Walking Dead Saints and Sinners, kommt im Januar für die Rift raus. Für die Quest noch nicht. Viele meinen, es kommt auch für die Quest. Ich meine gelesen zu haben, der Port dauert ein bisschen länger. Und das soll jetzt auch für die PlayStation erscheinen. Ja? Also ich sag mal, vom Trailer her ist das schon ein knaller Ding. Das sieht total geil aus für die Rift. Und wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich auch durch so Häuser und mir die Materialien zusammensammeln, so à la Walking Dead. Nur mit diesen Erschreckmomenten, wenn da Zombies rumlaufen, das ist wieder nicht meins. Aber das Ding sieht so geil aus, so interessant. Ich glaube, das werde ich mir zulegen. Ich bin echt gespannt. Also soll, glaube ich, am 20. Januar oder so kommen für die Rift. Schlagt mich jetzt nicht tot. Auf jeden Fall irgendwie Anfang Januar. Ne? Und also demnächst dann mehr bei mir über dieses Spiel. Ja, dann kommen wir jetzt zu meiner Nachbesprechung und da habe ich doch dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Titel. Ja, also ist doch ein bisschen was gekommen, was ich letzte Woche nicht geschafft habe. Da kann ich jetzt ein bisschen was drüber erzählen und dann fangen wir an mit Path of the Warrior für 19,99 € für die Oculus Quest. Das Ding ist Cross, also ihr könnt das auch auf der Rift zocken und das Ding hat mich total überrascht. Ja, das sah erst aus wie so ein Drunken Bar Fight. Es ist aber eigentlich so, es soll an die 80er Jahre Sidescroller erinnern, hatte ich ja damals gesagt in den News. Und jetzt habe ich es mir gekauft und es ist wie Drunken Bar Fight, nur mit verschiedenen Szenarien. Ja, ich kann auch verschiedene Waffen aufnehmen. Und wenn ich das optisch gegen Drunken Bar Fight sehe, dann ist das Ding total poliert. Also sieht total Hammer aus, total geil. Und da kann man erstmal sehen, was bei Drunken Bar Fight falsch gemacht worden ist, nämlich alles. Ja, muss ich einfach so sagen. Da hätte man einiges rausholen können. Und dass natürlich jetzt Drunken Bar Fight in der Licht dasteht, dass man einfach nur die schnelle Marke mit dem Titel machen wollte, mit der Marke. Und Path of the Warrior ist einfach geil. Der Soundtrack ist geil, der Witz ist geil, gut, vieles ist da drin getriggert, muss ich schon sagen. Ist relativ eintönig auf Dauer. Aber es macht einfach Bock. Da kommt, wenn man so einen Flow bekommt, dann ist das richtig geil. Man kommt sich wirklich vor wie so ein 80er-Jahre-Spielautomaten. Und ich kann es echt nur empfehlen. Ja? Es ist wirklich der Kracher geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das für die Quest, ja. Schaut euch gerne mein Video an. Es soll auch ein Multiplayer folgen, da bin ich echt mal drauf gespannt. Und dann kann man das gerne auch mal zusammenspielen. Ja? Also Path of the Warrior von mir, klare 5 Sterne und kann ich nur empfehlen, wirklich. Und dann geht es weiter mit Affected the Manor für 9,99 €. Ja, ich habe es mir gekauft, ich habe den Key anschließend bekommen. Das heißt, wer jetzt wieder fleißig aufpasst, der weiß, dass ich den dann demnächst verlosen werde. Ja?
Und ja, Affected sind Männer. Ich habe mich mal wieder total angestellt wie so ein kleines Mädchen. Ich weiß, es sind nicht meine Spiele, Leute. Das ist echt nicht meins. Ich steigere mich in sowas so rein, wenn ich da in VR bin. Ich weiß, das ist nicht echt. Aber das ist echt nicht meins. Ich weiß nicht. Also da kriege ich echt Schiss in die Buchse. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige da draußen. Und gut, ich hätte mir das Video eventuell auch knicken können. Ah, habt ihr nichts gesehen, weil alles sehr dunkel war, sehr schwarz war. Und ich habe da auch 4 Däumchen für runter bekommen. Ist, glaube ich, mein schlechtestes Video, was Däumchen runter angeht. Ach nee, Contractors hat mehr, aber dafür habe ich auch über 30 plus Däumchen. Alles gut. Nein, ich kann es verstehen, wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr euch gedacht habt, hey, hättest du dir auch knicken können. Aber der Vollständigkeit halber habe ich reingeschaut. Und es wurmt mich auch ein bisschen, dass ich nicht durchgespielt habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So ein bisschen kratzt das natürlich an mein Ego, dass ich sowas nicht durchspiele. Ja, von der Atmosphäre ist es Hammer, sonst hätte ich es ja durchgespielt, wenn es nicht wirken würde. Es ist eigentlich, wie man es kennt, Affected the Manor. Es gibt 2 Wege, einen linken, einen rechten. Es gibt wohl 2 Enden, habe ich gehört. Das Ende habe ich ja nie erreicht. Und es ist optisch okay. Es ist nur sehr, sehr dunkel, dass man nicht mehr ganz so viel erkennt. Aber ich finde es von der Atmosphäre Hammer. Es kostet 10er. Also wer mal jemand das fürchten und das Gruseln nähren möchte, kann da bedenkenlos eigentlich zuschlagen. Ja, da macht ihr nichts falsch. Und ein 10er bringt euch jetzt nicht in die Armut. Ne? Gut. Dann haben wir Where Souls Go, wohin die Gedanken gehen. Also das Ding, das hat mich total geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich noch nächsten Tag drüber nachgedacht, weil ich finde diese Grundidee hinter diesem Ding so genial, so Hammer. Und ich wusste vorher gar nicht, was da passiert. Ich habe nur irgendwas gelesen, da sind so Kugeln, die kann ich mir anhören, Gedanken anderer Leute und so, aber ich konnte mir da nichts drunter vorstellen. Und es ist tatsächlich so. Also euch werden 5 Fragen gestellt und die müsst, solltet ihr wahrheitsgemäß oder gefühlsmäßig richtig beantworten und die werden dann gesaved. Und dann können andere Leute, die dieses Spiel spielen, sich das anhören. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Schaut gerne mein Video, dann werdet ihr verstehen. Und das Drumherum, optisch ist das okay, das ist schlicht, aber es passt. Und die Musik dazu passt auch. Also da bauen sich echt Gefühle auf und ich habe da sogar fast einmal geheult, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dann über meinen toten Hund erzählt habe. Und das funktioniert, ehrlich. Es ist leider nur in Englisch, muss ich sagen. Ja? Und ich weiß nicht, ob mein Deutsches jetzt gesaved wird, ob der Entwickler dann, wenn der die Sprachsamples bekommt von uns, ob der sich die anhört und dann erst freigeben muss. Ich gehe mal davon aus, weil sonst wäre dann ja sehr viel Crap, weil viele Leute machen wahrscheinlich auch Schmu mit sowas. Also die meinen, die müssen da irgendwas, ich sag mal, Fäkalisches oder Böses oder sonst was reinsprechen. Ich nehme an, das wird schon rausgefiltert. Ne? Andersrum, wer gibt einen Zehner aus, um das Schabernack zu machen? Ich weiß es nicht. Also ich finde das mit den 10 Euro ein bisschen kritisch, weil wer jetzt nicht wirklich 100% dahinter steht und sagt, hey, ich möchte echt meine Gedanken auch mal teilen mit der Welt, der gibt keine 10 Euro für sowas aus. Also eigentlich, um sowas zu pushen, müsste es eigentlich schon fast wieder umsonst sein. Andersrum, er will ja natürlich auch verdienen, der Entwickler, kann ich ja verstehen. Aber die Grundidee dahinter, die fand ich so Hammer, Leute. Das ist echt mal was anderes. Das ist kein Geballer, das ist kein Autorennen, das ist kein Rollenspiel. Das ist einfach mal so, seine Gedanken mit der VR-Community zu teilen. Und das natürlich anonym. Ja, die Stimme wird noch ein bisschen verzerrt zum Schluss. Aber guckt gerne mein Video, da werdet ihr das sehen. Also ich fand das Ding echt total Kracher, weil das war echt mal total was anders. Und kann ich echt nur empfehlen, ja. Gut, dann hatte ich endlich mal wieder die PlayStation auf dem Kopf. Ich habe sie aufgebaut, leider ohne Bodycam erstmal, weil ich habe da so ein bisschen Probleme mit meinem Licht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also die Kamera mag nicht ganz so viel Licht wegen dem Tracking und also die von der PlayStation. Und meine Videokamera mag natürlich Licht oder muss Licht haben, damit ich gute Aufnahmen mache. Und das harmoniert nicht so ganz. Und ich müsste auch meine Kamera von der PlayStation jedes Mal neu aufbauen, neu justieren und so weiter. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Also ich habe die Bodycam erstmal wieder abgeschaltet von der PlayStation. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Ich werde mir dann eine Lösung einfallen lassen. Irgendwann kommt die wieder, ganz bestimmt. Gut, auf jeden Fall habe ich dann getestet Ski Jumping Pro VR. Das Ding hat mich gar nicht abgeholt. Ich war total enttäuscht, weil ich hatte mir da so viel von versprochen, dass das echt immersiv ist, wenn ich oben auf der Rampe stehe und darunter rase. Nur wenn ich dann da oben stande auf dieser Rampe. Ich sah aus wie so frontal, also die sah nicht so gekippt aus, dass ich runter gucke, sondern so, dass ich gerade gucke. Und das hat irgendwie nicht funktioniert in meinen Augen. Also ich fand das blöde. Das zweite an dem Spiel finde ich blöd, ich stehe im Menü, ja, und dann habe ich eine Karriere, einen Schnellsprung und ich kann mir nur mein alter Ego ausrüsten, ne, mit so besserer Ausrüstung, dann ist der Flug besser, die Landung leichter oder so, keine Ahnung. Und ansonsten gibt es da nichts, also keine Hintergrundinfos, keine, ich sag mal, irgendeine Story, irgendwas dahinter. Also ich rappel da eine Chance nach der nächsten ab, ja, und wenn ich dann verunglücke,
Dann habe ich auch keinen zweiten Versuch. Das kommt ein Ladebildschirm, zack, Menü, nächste Schanze. Und das geht nur so hin und her, ohne irgendwie, also da ist nichts hinter. Also das wird einfach nur so abgerappelt, finde ich. Und da hat mir echt ein bisschen was gefehlt. Optisch auch nicht der Kracher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war sehr am Flimmern. Viel mehr drin gewesen. Und von der Steuerung sehr, sehr tricky. Ja, also es ist sehr schwer, muss ich auch noch dazu sagen. Und die Erfolgserlebnisse hielten sich da echt in Grenzen und dann irgendwann ist man auch ein bisschen genervt, hat keine Lust mehr. Also für mich ist das leider keine Kaufempfehlung, muss ich einfach so sagen. Tut mir leid, wenn ich den Key umsonst bekommen habe. Nur ich kann nicht irgendwas empfehlen, was ich nicht toll finde. Also von meiner Meinung her und das ist so und tut mir leid. Gut, dann habe ich reingeguckt in Crazy Machines We Are. Das Ding habe ich schon seit fast, ne, habe ich seit Ende Oktober im Postfach. Und ich habe bis heute nicht geschafft reinzugucken. Jetzt habe ich es gemacht und es ist richtig geil geworden. Das sah optisch richtig cool aus. Und das waren so unmögliche Maschinen, wo ich dann so einzelne Bauteile nochmal dazwischen setzen musste, damit die Kette funktioniert. Ich weiß nicht, wie schwer es später wird. Am Anfang war es noch relativ einfach. Und man kann da viel auch mit Error and Try machen, muss ich sagen. Und da gibt es so einen kleinen Fernseher, da kann ich Teile reinhalten. Und dann sagt er mir, wohin. Dann hat er einen Cooldown, bis ich das wieder benutzen kann. Aber der war ziemlich kurz, der Cooldown. Also theoretisch könnte ich da die Teile immer reinhalten und dann sagt er mir direkt dahin, dahin, dahin. Und dann ist das Rätsel gelöst. Ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, man soll ja selber rätseln. Aber ich kann es echt empfehlen. Also mir hat es richtig Bock gemacht. Ich werde das auch weiterspielen auf meinem Kanal, auf jeden Fall. Und da ist auch so eine kleine Hintergrundgeschichte dahinter. Da ist so ein Professor, der erzählt euch die ganze Zeit ein, obwohl ich das ein bisschen viel fand, was der da erzählt hat. Aber gut, das ist Geschmackssache. Aber es ist wenigstens ein bisschen eine Story dahinter, ja. Gut. Kostet übrigens 30 Euro, soll auch vom PC. Gibt es das auch und da soll ein Free Mode sein. Also den Free Mode habe ich auf PlayStation noch nicht gefunden. Vielleicht existiert da einer. Wenn da einer kommt, dann natürlich werdet ihr das bei mir noch sehen und erfahren. Ansonsten, wenn schon jemand weiß, bitte in die Kommentare. Würde mich dann auch mal interessieren. Gut. Und dann habe ich da noch eben dann kurz dann hinzugefügt, Hyper Dash. Ich habe in die Alpha reingeguckt, Leute. Und was ist das? Das ist keine Alpha, das ist schon fast Retail-Status. Ja? Also optisch ist das so geil. Da flimmert nichts, da hackelt nichts, das ist gestochen scharf. Ja, die Figuren sehen schon cool aus. Also, das Einzige, was ich da meckern kann, war, dass es keinen Smooth Turn gibt, dass es noch Snap Turn ist. Aber ansonsten, Leute, ich habe Betas gesehen, die waren schlechter. Ich habe Retail-Spiele gesehen, die waren schlechter. Also für eine Alpha schon richtig, richtig geil. Ja, was ist Hyper Dash? Hyper Dash ist ein 5 zu 5 Shooter mit so ein bisschen Sportaspekt, sage ich mal. Also, sieht aus wie Riggs und hat auch so ein bisschen Halo-Style, muss ich sagen. Und man dasht dann halt also durch die Gegend, so teleportmäßig und dann dasht man, also das Laufen ist sehr langsam, Laufen braucht man gar nicht, hat zwei Waffen, eine links, eine rechts, einhändige Waffen und ballert dann da so rum, kann Waffen auf dem Spielfeld aufnehmen. Ich habe Kontrollpunkt gespielt, da muss man also zwischendurch eben auf diesen Bumper hauen, damit die Punkte wieder fürs eigene Team zählen. Richtig geil gemacht. Dann sind da so Schienen, auf denen kann ich fahren. Und schaut euch gerne mein Video an. Wie gesagt, die Alpha könnt ihr euch, glaube ich, auch einfach so besorgen. Geht auf den Discord von dem Entwickler. Seht ihr in meinem Hyperdash-Video, da habe ich den Discord verlinkt. Und ich kann das Ding echt nur empfehlen. Also ich bin total gespannt, wenn das rauskommt. Das kann echt eine Community hinter sich aufbauen. Da hat das echt das Zeug zu. Das ist richtig geil geworden. Richtig, richtig geil. Gut, haben wir das. So, dann haben wir Sonstiges. Nämlich das Pistol Wipe Update. Ja, ich habe das Ding gespielt. Ich habe es auch noch auf meiner Kamera. Ich habe es auch noch nicht geschnitten. Werde ich noch nachholen. Ist auch nur so ein 6-Minuten-Ding, glaube ich, weil es ja nur ein Level. Es gab ein Level neu. Nämlich High Priestess. Ja, der variiert echt so ein bisschen vom Spielen. Der ist anders, muss ich sagen. Man kann da auch viel schlagen, also dieses Wipe machen, ne, weil die von links und rechts kommen, die Leute. So im Takt, da kam so ein bisschen Taktgefühl mal auf. Musik konnte ich das Ding jetzt leider nicht nennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich keine Musik, das war für mich nur ja, Töne im Takt, sage ich mal. Und, aber es ist kostenlos, deswegen ladet es euch runter, schaut rein. Also meins war es nicht, mich hat es nicht abgeholt, ich fand es nicht toll. Und es gibt zwei neue Mods, meine ich. Ich habe da jetzt durchgeguckt, ich habe aber jetzt nicht verstanden, welcher Mod neu war und welcher alt war. Und es wurden ein paar Punkte angepasst, was Dead Eye und so angeht. Aber da steht auch dann, wenn ihr erst einmal startet nach dem Update im Spiel, was sich alles geändert hat. Aber der Level selber hat mich jetzt nicht abgeholt. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn noch zusammenschneide und euch zeigen möchte, weil so toll habe ich da jetzt nicht gespielt. Ich schau mal. Ja? Gut, dann hat Arizona Sunshine das Two-Handed Weapon Update bekommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Gewehre noch gar nicht da drin waren, wo ich es mir angeschaut habe. Auf jeden Fall sind die Gewehre jetzt drin. Ihr habt jetzt Two-Handed Weapons dabei. Ich habe es mir aber persönlich noch nicht angeguckt. Ich muss Sunshine auch noch weiterspielen. Ne?
Ich muss schauen. Ich habe so viel Keys und so viele Spiele angefangen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Aber ich möchte Sunshine gerne weiterspielen, auch wenn ich gerade in der Höhle bin, was ich nicht mag. Werde ich aber tun. Auf jeden Fall ist versprochen. Gut, also Arizona Sunshine, kostenloses Update. Two-Handed Weapons sind jetzt verfügbar. Dann endlich tut sich was auf der Quest, was die Deals angeht. Die Daily Deals sind da auf jeden Fall jetzt die ersten 4 Tage. Ja, das fing an mit Drop Dead, dann kam Once und dann kam Endspace, je 30% günstiger. Heute ist es Sorrento. Ich hoffe, das ist es nicht nur wegen Weihnachten, dass das jetzt bleibt, der Daily Deal. Die Daily Deals werden immer morgens um 9 Uhr aktualisiert, laufen dann natürlich 24 Stunden, deswegen Daily Deal bis nächsten Tag und dann kommt der neue Deal sofort. Ja? Könnt ihr immer schauen. Die sind zwischendurch mal ein bisschen versteckt bei Oculus, also die sind da nicht ganz so firm, immer schön ihre Homepage auf den neuesten Stand zu halten. Ab und zu müsst ihr auch mal ein bisschen suchen. Das ist immer zum Beispiel geil, wenn ich auf Rift gehe jetzt. Gehe ich in Sale, weil bei Quest gibt es noch keine Sale-Kategorie. Rift, ja, die haben eine Sale-Kategorie, guckt da durch. Und teilweise sind die Daily Deals da gar nicht drin aufgeführt und so. Also das ist schon ein bisschen komisch bei Oculus. Das müsst ihr ein bisschen achten. Aber zurzeit, wie gesagt, heute 4. Tag in Folge, der Daily Deal auf der Quest. Ja, dann natürlich mein Resident Evil 7 Countdown. Ja, bis zu 500 fehlen mir jetzt noch 138 Abos. Ich weiß gar nicht mehr, was letzte Woche waren, 159 oder so, 108, ich weiß es nicht mehr, habe es mir nicht aufgeschrieben. Okay, noch 138 Abos, dann geht's hier ins Herrenhaus. Ich freue mich schon unheimlich. So langsam schmilzt es ja, aber es sind noch ein paar Tage, gehe ich mal von aus. Also, aber werde ich schaffen und dann hoffe ich, dass ihr dann auch alle dabei seid. Deswegen mache ich ja immer diesen Aufruf, damit so ein paar Leute noch Interesse haben, wenn ich dann nicht da reingehe und dann auch zuschauen. Ja, dann bleiben mir noch die Charts für diese Woche, für die Quest. Und ja, da ist auch eine Überraschung bei, muss ich mal wieder sagen. Eins hat sich nichts mehr getan. Beat Saber hat sich festgefressen wieder da oben. Also alles, was nachgekommen ist, hier Pistol Vibe, ist hier ein Anwärter, ne, für den ersten Platz und so, alle nicht mehr dabei. Beat Saber ist, wie gesagt, auf 1 geblieben. Und auf 2 ist jetzt wieder Superhot gestiegen. Also zur Demo, jeden Samstag sage ich es ja, ich sage da nichts mehr zu, auch jetzt sage ich nichts dazu. Aber die haben da jetzt so ein Special Christmas Rahmen drum gemacht um Superhot. Ich weiß nicht, ob das auch nochmal ein bisschen gepusht hat, das wird ja ein bisschen hervorgehoben auf der Page von Oculus. Auf jeden Fall, Superhot ist jetzt wieder auf Platz 2. Ich habe es immer noch nicht getestet für die Quest, ne, ja. Aber irgendwann kommt es im Deal und dann werde ich zuschlagen, ehrlich Leute. So, und auf Platz 3 haben wir Pest of the Warrior, verdient, wirklich verdient. Das Ding ist eingeschlagen, ohne Ankündigung und ich finde Platz 3 absolut verdient. Da war in der Vorwoche Deathlab ist gar nicht mehr drin, ist rausgerutscht. Und ich glaube auch nicht, dass die nochmal darum auftauchen werden. Das ist ein solides Autorennspiel, das ist gut. Hat aber leider nicht das Zeug zum, ich sag mal, Klassiker oder so. Ne? Also das wird irgendwann auch aus den Köpfen verschwinden, glaube ich. Dann haben wir auf Platz 4 Vacation Simulator, den Nachfolger vom Job Simulator. Ist okay, Platz 4, verdient, muss ich sagen, besser wie der Job Simulator, weil größer, vielfältiger, ich habe mehr zu tun. Und auf Platz 4 war The Climb letzte Woche, ist leider rausgerutscht. Und auf Platz 5 war Superhot und da ist jetzt Star Trek. Ja, Star Trek hätte den ersten machen können, wenn die den Start nicht vermasselt hätten mit Ubisoft, mit den Servern auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, viele haben zurückgegeben, dann zählt das nicht in den Charts und da meist verkauft, weil ist ja klar, die werden ja dann wieder ausbezahlt. Und ich bin mal gespannt, ob Star Trek nochmal steigen kann von der 5. Ja, da bin ich echt nächste Woche gespannt. Steht ja auch Weihnachten vor der Tür, dann bekommt wieder eine Quest und so. Ich bin echt gespannt auf die nächsten Charts. Ja, die sind ja dann nach Weihnachten. Mal gucken, wer von denen sich da noch halten kann. Ja, dann war das. Das war der zweitletzte Newsflash diesen Jahres, dann doch ein bisschen kürzer. Ich dachte, ich schaffe heute die Stunde, weil ich einiges auf dem Zettel hatte. Aber ich habe jetzt auch nicht geschaut, wie lange ich schon wieder hier sitze. Und dann kommt nächste Woche Samstag nach Weihnachten im alten Jahr nochmal der letzte Newsflash. Das Ding wird gewandelt im Januar in News and Talk, habe ich gesagt. Dann kommt mal der Patrick von Medienpassion wohl dazu. Er hatte mir zugesagt, wir müssen gucken, wie wir es hinbekommen. Und ja, dann war das erstmal wieder das. Am 26.12. wird mein Kanal 6 Monate alt. Das ist in der Weihnachtszeit. Ich wollte dann kurz einmal so einen Rückblick nochmal machen, mich nochmal bei euch bedanken. Da werde ich ein kleines Video schießen, wenn ihr mögt. Ne, wäre schön, würde ich mich freuen. Und
Ja, morgen ist nochmal Gewinnspiel. Ich löse morgen auf, nämlich The Deathlab. War jetzt nicht ganz so besucht, ne? Kommt nicht so ganz gut an das Spiel bei euch, habe ich so die Meinung. Aber dann kommt The Climb. Ja? Also morgen verlose ich dann The Climb, könnt ihr dann gerne mitmachen. Danach kommt dann What's of the Wizard. Dann nochmal Deathlab, so war der Plan. Und ich habe Effected the Manor. Wenn ich die Reihenfolge ändern möchte, wenn ihr irgendwas eher haben möchtet, dann sagt es mir. Ja? Ich kann natürlich Deathlab nochmal nach ganz hinten schieben. Und dann machen wir das später. Ne? Gar kein Ding. Sorry Leute, ich bin noch ein bisschen müde. Ich bin noch ein bisschen blöd aus dem Bett gekommen hier oben. Bei uns, da wohnt jemand Neues. Ja, da waren vorher nur so Dachböden, sage ich jetzt mal, so Abstellräume. Da haben die jetzt eine Wohnung draus gebastelt. Da wohnt jetzt seit 4 Wochen jemand. Ja, und die meinte heute Morgen um 8 Uhr, die müsste irgendwelche Fußleisten fest. Nageln, hämmern. Und da bin ich halt aus dem Bett geflogen, ehrlich. Und deswegen stehe ich gerade so ein bisschen wieder mal neben mir. Und mein ganzer Tagesrhythmus ist ein bisschen durcheinander. Ja, das war dann das mit dem Newsflash. Gut, dann hoffe ich, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ich habe noch einiges zu tun, habt ihr gehört. Und neue Rift-Spiele sind heute auch aufgeschlagen, wo ich so 3, 4 Kandidaten sehe, wo ich gerne nach Keys fragen würde. Die sahen ganz interessant aus. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen zum Gewinnspiel wieder. Würde ich mich freuen. Und ja, bleibt mir treu, ja, gebt mir ein Däumchen, wisst ihr. Wenn noch kein Abo habt, darf gerne meinen Kanal abonnieren. Nächstes Ziel bei mir sind jetzt erstmal die 400 und ab den 400 gucken wir dann mal so Richtung Resident Evil Herrenhaus. Ne? Gut, dann schönes Wochenende euch. Geht langsam auf Weihnachten zu, ja, macht euch keinen Stress. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Geschenke gekauft. Ich bin fertig, ich habe alles. Und dann sehen wir uns mit dem nächsten Newsflash nach Weihnachten wieder. Ich wünsche euch schöne Feiertage auf jeden Fall mit eurer Familie und so. Lasst euch reich beschenken. Ich hoffe, eine Quest ist dabei. Oder von mir aus auch eine PlayStation VR, die ist ja nicht schlecht. Oder ja, eine Rift könnt ihr euch eigentlich sparen. Holt euch eine Quest, habt da mehr von. Gut, das reicht. Bis nächsten Samstag. Schöne Feiertage euch. Euer Toxic. Bye.